Was ist eigentlich Investmentbanking? Darum geht es heute in diesem Video. Um zu verstehen, was Investmentbanking ist, muss man zuerst verstehen, was Investieren überhaupt ist. Investieren bedeutet, dass man Geld anlegt, um später einmal mehr Geld zu erhalten. Also man investiert beispielsweise heute 1 Euro, um später 5 Euro zu erhalten. Damit sich der Euro vermehren kann, muss er also arbeiten. Das funktioniert zum Beispiel so. Ein Bierproduzent möchte ein neues Bier brauen. Er hat auch eine genaue Idee, wie das Bier schmecken soll, allerdings kein Geld, um die Fabrik zu bauen. Auf der anderen Seite gibt es eine Person, die Geld zum Investieren hat, also einen Investor, aber leider keine Ideen. Also investiert der Investor Geld in den Bierproduzenten, der mit diesem Geld eine Fabrik bauen kann und damit mehr Bier verkaufen kann. Und am Ende macht er damit dann also mehr Gewinn. Diesen zusätzlichen Gewinn teilen sich der Investor und der Bierproduzent, da der zusätzliche Gewinn nur durch das Zusammenkommen von Geld und Ideen entstehen konnte. Somit hat der Investor Geld mit Geld verdient und sein Geld hat für ihn gearbeitet. Nun aber zum eigentlichen Thema, was Investmentbanking überhaupt ist. Erstens ist Investmentbanking lediglich ein Sammelbegriff für verschiedene Abteilungen einer Bank. Was dazugehört und was nicht, ist nicht offiziell abgegrenzt. Ich werde euch heute allerdings erst einmal die drei traditionellen Abteilungen des Investmentbankings näherbringen. Diese drei Abteilungen sind ECM, DCM und M&A. Keine Angst, ich werde die gleich noch genauer erklären. Zuerst zum ECM. ECM steht für Equity Capital Markets und bedeutet, dass Unternehmen mit Hilfe von Banken Geld einsammeln, indem sie Firmenanteile, also Aktien, verkaufen. Um bei dem Beispiel des Bierproduzenten zu bleiben, zu Beginn gibt es von dem Bierbrauer zwei Aktien, die den Personen A und B gehören. Dazu gibt es noch eine Person C, die Geld hat und das Geld gern investieren würde. Um die neue Fabrik bauen zu können, wird jetzt eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das bedeutet, dass eine dritte Aktie geschaffen wird. Somit steht eine Aktie nur noch für ein Drittel des Unternehmens und nicht wie zuvor für die Hälfte des Unternehmens. Außerdem bedeutet dies, dass der Gewinn des Unternehmens jetzt gedrittelt und nicht mehr halbiert wird, da es hier drei Firmeninhaber gibt. Allerdings ist das Unternehmen auch mehr wert, da der Inhaber der dritten Aktie für die Aktie Geld bezahlen musste, welches dem Unternehmen gehört. Man nennt diesen Prozess Kapitalerhöhung, da mit dem Geld, was Person C für die Aktie bezahlt, das Kapital des Unternehmens gestiegen ist, da es jetzt mehr Geld hat. Mit diesem Geld kann der Bierproduzent dann die neue Fabrik bauen. In diesem Prozess übernimmt die Bank vor allem die Suche nach einem Käufer der dritten Aktie und die ganze Organisation des Deals. Außerdem gibt es noch eine zweite Geschäftsart, die in den Bereich des ECM gehört. Und zwar der Firmen- oder Firmenanteilsverkauf. In diesem Fall kauft Person C mit dem Geld die Aktie von Person B, sodass Person B das Geld und Person C die Aktie hat. In diesem Fall hat sich für die Firma und das Unternehmen an sich nichts geändert, lediglich der Firmeninhaber. Sehr wichtig im Bereich des ECMs sind außerdem IPOs, also Initial Public Offerings, also ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Das bedeutet, dass die Bank nicht wie in diesem Fall den Käufer und den Verkäufer der Aktie schon zuvor kennt, sondern die Aktien über die Börse jeder Person zum Verkauf anbietet. Eine IPO kann sowohl für eine Kapitalerhöhung als auch für einen Anteilsverkauf gewährt werden. Und meist tritt sogar beides zusammen auf. Bei Startups zum Beispiel ist es häufig der Fall, dass die Firmengründer einen Teil ihrer Firma oder Firmenanteile verkaufen und auch noch eine Kapitalerhöhung durchgeführt wird, sodass das Unternehmen mehr Geld zum Investieren hat. Der zweite wichtige Bereich im Investmentbanking ist das DCM, Debt Capital Markets, also die Kreditfinanzierung. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, möchte das Unternehmen mit zwei Aktionären wachsen und eine zweite Biersorte in einer zweiten Fabrik brauen. Allerdings wollen die Aktionäre nicht an Einfluss verlieren und den Gewinn des Unternehmens wollen sie sich auch nicht teilen, sodass eine Eigenkapitalfinanzierung nicht in Betracht kommt. Um die neue Fabrik trotzdem bauen zu können, schlägt die Investmentbank eine Kreditfinanzierung vor. Da der Bank das Risiko allerdings zu hoch ist, schlägt sie eine Emission, also den Verkauf von Anleihen vor. Anleihen sind wie ein Kredit, den der Anleihenkäufer, auch Gläubiger genannt, dem Schuldner,
also dem Kreditnehmer, in diesem Fall die Brauerei, gewährt. Also die Firma bekommt Geld von dem Käufer der Anleihe, muss dieses Geld allerdings nach einiger Zeit wieder zurückzahlen. Und dazu bekommt der Käufer der Anleihe noch jedes Jahr Zinsen für den gewährten Kredit. Und wenn alles gut läuft, können am Ende der Anleihenlaufzeit die Schulden aus den Gewinnen des Unternehmens, also der Fabrik, zurückgezahlt werden. Auch in diesem Fall ist die Aufgabe der Banken, vorrangig Käufer für die Anleihe zu suchen. Wichtig ist außerdem, dass die Bank selbst keine oder nur wenige Anleihen kauft, also selbst keinen Kredit gewährt, denn dann wäre die Finanzierung ein Fall für die Kreditabteilung der Bank und nicht für das Investmentbanking. Der dritte wichtige Bereich heißt M&A und steht für Mergers and Acquisitions, also Käufe und Zusammenschlüsse von Unternehmen. Stellen wir uns einmal vor, wir haben unseren Bierbrauer und sein Nachbar ist Winzer und beide sagen regelmäßig, dass es nicht sehr effizient ist, dass beide jeweils eine Fabrik, einen eigenen Trecker und so weiter haben, sondern dass sie sich auch zusammenschließen könnten. Somit wären die Kosten geringer, die Einnahmen gleich und der Gewinn höher. Dies wäre ein Merger, also ein Zusammenschluss von Unternehmen. Die andere Option ist die Übernahme eines Unternehmens, also die Acquisition oder Akquisition. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Bierproduzent weniger abhängig vom Bierkonsum sein möchte und deswegen seine Produktpalette erweitern möchte. Und anstatt alles selbst zu entwickeln, kauft er einen ganzen Weinproduzenten einfach auf. Dies wird meist über Kapitalerhöhung aus dem ECM, Anleihenemission aus dem DCM und über Bankkredite finanziert. Im M&A besteht die Aufgabe der Banken vor allem darin, die ganze Transaktion zu organisieren, also die Verträge mit den Anwälten, die Unternehmensbewertung und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, Investmentbanking ist das Zusammenbringen von Geldangebot und Geldnachfrage. Also auf der einen Seite die Unternehmen, die Geld benötigen, und auf der anderen Seite die Investoren, die Geld investieren, also vermehren wollen. Weswegen es auch Investmentbanking genannt wird, da dies die Investitionsabteilung einer Bank ist. Deswegen ist dieses Geschäftsfeld auch von so großer Wichtigkeit für die Wirtschaft, da ohne die Investmentbanker Firmen nicht wirklich wachsen können. Außerdem treten die Banken in diesem Segment lediglich als Berater auf, weswegen das Geschäftsfeld auch nur ein sehr geringes Risiko birgt.